Haben Sie die Morgenzeitung schon gelesen? Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. Unser Präsident liegt im Krankenhaus. Ist nicht wahr. Was ist denn passiert? Er hat sich an einem Schmetterling verschluckt und wäre beinahe erstickt. Ach, herrje. Das ist meinem Cousin auch mal passiert. Da muss man ganz schön vorsichtig sein, sonst geschieht sowas schnell. Allerdings, allerdings. Meine Herren, ich habe gründlich über die Sache nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir die Kiste öffnen sollten. Warum sind Sie sich da plötzlich so sicher? Sehen Sie, man kann leider nicht behaupten, dass der Frosch ein vernünftiges Wesen sei, abgesehen vielleicht von uns Akademikern. Der Frosch ist gierig und eines Tages, meine Herren, wird diese Kiste geöffnet werden und das Wissen, das in ihr steckt, könnte in falsche Hände geraten. Und darum sollten wir sie öffnen, bevor es soweit kommt. Da kann ich Ihnen nicht ganz zustimmen, werter Kollege. Denn wir haben keine Ahnung, was in der Kiste auf uns wartet. Mal angenommen, wir hätten den Verstand dieser Eintagsfliege hier. Das ist doch nur ein Beispiel. Jetzt hören Sie mir doch erstmal zu. Sehen Sie, das Leben dieser Fliege besteht nur aus Fressen, Scheißen und Fortpflanzung. Mehr kennt sie nicht. Jetzt mal angenommen, wir könnten ihr erklären, was der Tod ist und dass sie nur einen Tag zu leben hat. Was würde sie wohl tun? Sie würde durchdrehen. Sie wird sich umbringen. Sie befürchten also, dass wir mit dem Wissen, was die Kiste verbirgt, nicht umgehen könnten. Genau das will ich damit sagen. Ja, ich glaube, Ihre Befürchtungen sind unberechtigt. Sehen Sie, es ist doch Tatsache, dass weder die Eidechsen noch die Mäuse die Kiste bekommen haben. Nein, wir haben sie. Und dies ist bestimmt kein Zufall. Der Frosch ist die Spitze der Evolution, die Krone der Schöpfung. Ein vergleichbares Wesen wird nie wieder auf Erden wandeln. Und deshalb bin ich mir sicher, dass der Inhalt dieser Kiste für uns bestimmt ist. Da muss ich meinem Kollegen recht geben. Stellen Sie sich vor, welchen Status der Frosch mit einem solchen Wissen erlangen könnte. Endlich würde die wohlverdiente Weltmacht der Frösche nicht mehr angezweifelt. Wir sollten die Kiste öffnen. Vielen Dank, werter Kollege. Dann lasst uns abstimmen. Wer ist dafür, dass wir die Kiste öffnen? Dann öffne ich jetzt die Kiste. Das hier ist niemals geschehen. Haben Sie die Morgenzeitung schon gelesen? Ja, allerdings. Peinlicher Vorfall. Tja, sogar einem Staatsoberhaupt kann sowas passieren. Ja, mit den großen Brocken ist nicht zu spaßen. Ich sag meinen Kindern auch immer, schön kauen, schön kauen. Ja, aber sie lernen's ja doch nie. Wohl wahr, wohl wahr.